der Journalistik, auch speziell in Eichstätt, haben wir ein sehr großes Interesse am Transfer, also am Wissenschaft-Praxistransfer. Und das ist ja nun auch was, was die Schader-Stiftung sich auf die Fahnen geschrieben hat und wo man gar nicht so viele Institutionen findet, die das explizit fördern wollen, obwohl so im öffentlichen Diskurs wird es immer mal gefordert. Aber wer es dann wirklich macht, das ist eher schwierig und man hat auch mit spezifischen Schwierigkeiten zu kämpfen, weil das ja doch sehr unterschiedliche Systeme sind, die nach unterschiedlichen Logiken funktionieren. Also was dann in der Wissenschaft als gut und wichtig gilt, ist nicht unbedingt das, womit die Praxis was anfangen kann und umgekehrt. Es muss auch beides geben. Also ich bin absolut eine Anhängerin von Grundlagenforschung, das auf jeden Fall. Aber ich bin gerade in meinem Fach, ist es mir sehr, sehr wichtig, dass sozusagen unsere Erkenntnisse, unsere Art vielleicht auch über Dinge nachzudenken, in den Journalismus zurückgespielt werden. Und aktuell habe ich mit der Schader-Stiftung ein Projekt geplant, das soll eine gemeinsame Tagung von Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen und Journalistinnen und Journalisten werden, wo wir uns, da ist eine ganze AG dahinter, wo sehr viele aktive Journalisten auch dabei sind, wo wir uns mit der Frage befassen, was ist mit der Vielfalt im Journalismus, was ist mit dem sogenannten Mainstream, wie weit dürfen und sollen vielleicht sogar Journalisten auch subjektiv sein, was könnten also sozusagen Wege aus der Glaubwürdigkeitskrise sein oder auch die Frage, gibt es diese Glaubwürdigkeitskrise eigentlich in dem Umfang oder ist das auch schon wieder ein Medienhype, wird die auch herbeigeredet. Und das ist ein Projekt, was ich mit der Schader-Stiftung im Moment plane, worauf ich mich sehr freue und sehr glücklich bin, dass sie uns dafür einen Raum bieten. Grundsätzlich, glaube ich, ist erstmal das Wichtigste, dass die Gesellschaftswissenschaften klar machen müssen, dass immer noch die Gesellschaftswissenschaften die sind, die sich mit der gesellschaftlichen Entwicklung befassen und dass bei aller Freude, die zum Beispiel ich durchaus über neue Technik haben kann, man nicht vergessen darf, dass die Gesellschaft mitgenommen werden muss und dass man das nicht trennen kann. Also dass man immer gucken muss, was macht eine Technik mit der Gesellschaft. Und das geht im Moment etwas unter, weil wir Geistes- und Sozialwissenschaften ein Problem haben in der momentanen Stimmung. Es gibt immer so ein gesellschaftliches Klima, unsere Wichtigkeit ausreichend, dass sie ausreichend wahrgenommen wird. Und ich glaube, das wäre erstmal das Erste, überhaupt zu sagen, hey, wir sind gerade für diese Entwicklung ganz, ganz wichtig, sonst geht hier in der Gesellschaft ganz vieles massiv schief, was eigentlich auch alle wissen, aber es trotzdem irgendwie nicht auffangen können. Also wir sehen es ja an bestimmten Wahlverhalten, an dem, was in bestimmten sozialen Medien passiert, an der Hetze, die passiert, die sozusagen durch die Technik nicht hervorgerufen, da würde ich Herrn Leggevi heute recht geben, aber doch eine Plattform bekommt, wo unbedingt Gesellschaftswissenschaften sich an der Diskussion beteiligen müssen. Speziell in der Journalistik, in der Kommunikationswissenschaft geht es natürlich genau darum, zu untersuchen, was passiert in den sozialen Medien, welche Darstellungsmuster gibt es, welche Möglichkeiten vielleicht auch trotzdem sicherzustellen, dass unsere Öffentlichkeit diesen Diskurs, an dem alle beteiligt sind und der trotzdem auch etwas Gemeinsames bewirkt, also einen Zusammenhang in der Gesellschaft, dass wir das weiterherstellen können. Das wäre für mich vielleicht, so wie man es im kurzen Statement machen kann, das Wichtigste der Zeit. Also die Schader-Stiftung macht schon sehr viel Gutes. Ich finde diese Tagung, die wir jetzt machen, ganz, ganz großartig. Wird wirklich Neues gesagt, es sind sehr gute Redner geladen und es zeigt sich, wie wertvoll es ist, wenn man Leute, die sozusagen in der Politik oder in der Praxis stehen oder eben in der Wissenschaft stehen, wenn man die zusammenhört, dass sich da ganz neue Dynamiken entwickeln. Und eigentlich würde ich sagen, wenn das weiterverfolgt wird auf allen Ebenen, die möglich sind, hängt ja auch immer vom Geld ab, dann finde ich es großartig und das sollte sie weitermachen.